so. Kommst hier an, hinter Frankfurt, scheiße Dreckwetter. Dach zugemacht und Ökobetrieb. Ja, also das ist kein normaler Durchschnittsregen. Jetzt vielleicht nochmal auf dem Tacho. Nicht mal 60. Weder 160 noch 260. Also normal sowas. Da ist aber gar kein Ende in Sicht. Ja, es blitzt ständig hier, wie man sieht. Aber Gott sei Dank geht die Klimaanlage wieder. Boah. Guck mal, der Doofe da mit seinem Fahrrad, ey. Muss ich. Hast du kein Auto? Ladekurve. Laden. Dem Auto ist gerade richtig der Arsch aufgegangen. Wem? Im BMW. Oder war nicht sein, der Traktionskontrolle. Also ich habe da voll gemerkt, dass das Heck weggerutscht ist. Ey? Lass mal den Arsch untersuchen. Ich glaube, du musst wohl erstmal ein Bier trinken. Ich setze mir gleich erstmal einen türkischen Zylinder auf Zylindrin. Ich setze mir gleich erstmal ein Ziel. 3 Bier. Eins für meinen Sohn, eins für mich und eins für meinen Vater. Ja, das stimmt auch. Weil wir feiern heute Geburtstag. Also dann 4. Sohn, Vater, Vater. Also und 8. Castor brauchst du. Nee, 8. Ja gut, dann für Castor halt 5. Ja, eine Burning auch noch. Ja. Und 2 für die Kurve hier. Weil hier ist noch nicht nass genug. Das habe ich auch gerade noch. Jo, angekommen. Nass? So kann er sagen, wird das scheiß Wetter mitgebracht. Da hinten ist noch ein Ballern. Ach, ist er wieder ehrlich hier. Guck mal. Ei. Angelo. So, einmal geht die Klimaanlage, einmal geht's da nicht. Ne? Ja. Wenn ihr friert, dann geht's da an. Wenn ihr schwitzt, dann geht's da aus. Salaggio. Papa, trink doch endlich mal ein Bier jetzt. Ja, die Hitze gerade, ne? Als die Klimaanlage nicht laufen wollte, ne? Die war fürchterlich. Boah, das war wie ein Puma-Käfig in dem Auto, ey. Ja. Gott sei Dank hat es nicht nach Puma gestunken, ne? Ja. So, jetzt wollen wir was anstecken. Jetzt weiß ich auch, wie ich auf Puma gekommen bin hier. Ja. Das war so ein Geistesblitz und ich frage mich, woher habe ich da die Idee? Ja, das könnte mich aber auch irgendwie an Puma erinnern. Ja, das ist Zürich, halt geschnitzelt das hier. Mein Jägerschnitzel. Lecker. You throw my way. I know your name is written on everyone's mind. Your whole show is captivating me, but don't think that I can see. Immer die volle Straße drin. Ah, unser alter Berghof. Ja, Oberzent. Ich glaube, die Aufnahmen werde ich gerne auch irgendwo verbasteln, wenn du mir die alle schicken kannst. Ja. Du hast auch viel Speicher. Das ist so eine geile Qualität, ne? Es ist nie zu spät, sich das Eis auf die Hose zu kleckern. Junge, und wie du wieder aussiehst.
Tag. Man soll es nicht glauben, wieder mal ein herrlicher Tag hier. Du guckst dich den Wind, schönen Wolken an. Was ist das denn? Komische Formation. Ja, irgendwie eine Message. Ja, mal gucken, mal analysieren. So, Abendstunde. Wir haben jetzt knapp 7:15. Laufen wir jetzt ein bisschen los hier. Natürlich gibt es hier viele Berge, ist klar. Und wir melden uns gleich wieder, wenn wir oben sind. Nach der nächsten Kurve sind wir da. Oder nach der nächsten Kurve, oder nach der nächsten Kurve, oder? Kurve, Kurve, Kurve. Kurve kratzen. Guck dir das an hier. Diese Landschaft. Diese Stadt ist toll. Sie haben sogar Kot aus der Hose. Nein, Brot aus der Dose. Hör mal, Angelo. Was denn? Wolltest du den Huni verdienen? Mit? Ja, pass auf. Machst du so wie ich damals? Pinkel mal einen in den Zaun. Ja. Habe ich als Kind mal gemacht. Da habe ich gedacht, mir beißt irgendwann ein Stück aus der Wade raus. Genau. Eine Steigung, ne? Vor der nächsten meine ich jetzt. Oh, geht die Nürnberg auf hier. Ach, aber herrlich. Hallo. Ja. Abkürzung? Das sieht flach aus. Auf dem Video sieht das nicht flach aus. So, was sagst du? 1, 2. Da hinten ist noch ein 3, 4. Da kannst du die eine ja auch nicht mitzählen. Auf jeden Fall sind die ganz viele Zu- und Abfahrten. Da ist eine, da sind, darunter geht zwei, hier auch nochmal eine. Und wir befinden uns hier am sogenannten Zollstock. Da geht nach Silfrunnen. Da geht nach Schönbrunn. Da geht nach Mekka. Da rechts unten geht nach Straßburg runter. Eigentlich noch weiter unten. Richtung, keine Ahnung mehr, wie das hieß. Und da geradeaus gehen wir jetzt weiter. Das ist der Odenwald. Der Odenwald, der Odenwald. Da werden am schnell die Hoden kalt. Im schönen, schönen Odenwald. Ja, nee, wird er schön ist, hier. Hier wächst eine Esskastanie. Das ist auch neu. Da muss wohl jemand, keine Ahnung. Auf jeden Fall geht alles auch schon mal ein bisschen runter hier. Nicht immer nur hoch. Ach, guck mal, wie herrlich. So, was braucht man hier? Und es geht nur noch bergab. Wie herrlich. Oh, du warst vorletztes Jahr noch da. Und du auch. Wo sind die anderen geblieben? Ich finde immer so interessant, wenn die immer so gucken. Mit so einem Kopf so schräg. Bot, 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 bot. Hör mal, was ist da heute, wenn wir da oben auch nicht mal aufräumen, da, wie sie das aussieht? Ja? Oder machen da die Stange festnageln? Ja? Macht das schön Abend wieder. So, im Tal des Todes, da gehen wir jetzt lang. Wir gehen aber nur dran vorbei. Guck mal. Hier ist die Zukunft, nur das, was sie früher mal war. Aus dem Wald heraus, Angelo und der Klaus ruhen sich auf der Bank jetzt aus. Und danach geht es dann darüber zum Hotel, nach Haus, nach unserem jetzigen Haus oder wie auch immer. Ja, Walter-Mischel-Buch. Oh, sieht gut aus hier, guck mal da. Oh, herrlich. Hier beim Wasserverband Mümling. Haben wir jetzt mein Auto abgestellt. Da geht es Richtung Erbach.
Und wir schauen uns mal diesen wunderschönen Stausee an, wo wir schon, ich weiß nicht, wie oft waren. Schön anzusehen. Vorwiegend gibt es hier Wasser. Und daneben gibt es dann noch feuchtes Nass. Und auch da hinten Wasser. Hier ist ganz viele Parkmöglichkeiten. Ja. Ich war ich doch mit meinem Vater schon mal. Aber da sind wir vom Dings gekommen. Vom Schwarzwald. Wie kommt man denn hier auf den Parkplatz drauf? Natürlich war ich hier schon mal. Bitte 600 Meter der Straße folgen. Demnächst links abbiegen.